Hallihallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich habe es euch im letzten Video schon gesagt, es geht heute das erste Mal für mich, mal wieder, das ist echt schon lange her, dass mich das erste Mal wohin geht, nach Bangalore in Indien. Und meine Schwester, die Belinda, kommt mit. Ja, ich freue mich mega, also wir freuen uns beide sehr. Belinda ist schon am Flughafen, die ist heute aus Hamburg hergeflogen, weil die war das Wochenende in Hamburg. Und wir werden dort 2 Nächte verbringen. Und ja, ich bin super gespannt, super excited. Ich habe schon einen Guide gebucht. Oder halt einen Fahrer, der uns morgen und übermorgen wohin fährt. Aber mehr verrate ich euch dann vor Ort. Deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß und ja, ich bin so gespannt auf Belindas erstes Mal Indien. Also wirklich, Indien finde ich ist so eine ganz andere Welt. Also Bangalore ist anscheinend ein bisschen cooler oder moderner als Delhi und Bombay, aber es ist für Belinda, glaube ich, voll der Kulturschock. Ich weiß auch gar nicht mit dem Essen, ob sie das verpackt. Weil Belinda, also ich finde, das Indische schmeckt erst so aufs zweite, dritte Mal, dann feiert man es irgendwann übel. Aber ja, ich bin sehr gespannt, wie es Belinda gefällt. Aber ich freue mich, der so viel von der Welt zu zeigen. Und ja, das wird mega. Also dann bis später und bis heute Abend im Bangalore. Also ich stehe jetzt hier vor der Tür und wir haben ein richtig heftiges Hotelzimmer. Hallo! Darf ich eintreten? Hallo, herzlich willkommen in Indien. Richtig cool. Wirklich, Leute. Oh, ich komme hier nicht rein. Das ist das geilste Hotelzimmer, in dem ich je war, glaube ich. Echt jetzt? Ja. Wow. Also, welcome to Bangalore. So schön, dass die Baby dabei Das ist. war, dann schauen wir erst mal hier rein. Hier habe ich auch noch nicht reingeguckt, bin kurz reingespickelt. Ja, wir haben gesagt, weil ich habe die Aussicht schon angeschaut. Belinda wollte die Reaktion festhalten, die Live-Reaktion. Und okay, das Bad ist heftig. Was ist das? Das ist doch kein Bad, das ist ein. Ich bin ja wieder in so einem Supermarkt, das ist ja ein Riesenbad. Das ist Hey, hier hier können das noch mal 5 Leute kommen. Ja, das ist manchmal Dusche. so. Boah, okay, aber das Hotel ist krass. Ey, der Boden, okay, geil. Belinda, hier können wir übernachten noch im Ja, können wir ein paar Bad. Leute einladen, ein Ein paar paar Leute, Hotels. Das ist Luftmatratze. besser als Zimmer zu Hause. Ja, das ist Geil. echt so. Hier war wunderschön. War ich finde es schön, irgendwie so Marmoroptik. Das ist richtig schön. Ja, Okay, und toll. hier noch ein Riesenspiegel. In Indien bekommt man halt noch was für sein Geld. Ja. Richtig schön. Nee, es Okay, ist das geht krass, es ist riesig. hier weiter. Freut mich. Dann geht es hier weiter. Hier gibt es erstmal einen schönen bequemen Sessel. Voll gut. Ich bin voll froh, dass Billy heute die Roomtour Und macht. das Krasseste ist, Du hast gesehen, dass da auch ein ja, Vorhang ist. du, ich glaube. Belinda. Einfach Okay, die das ist okay, Aussicht. Bella, das ist glaube ich auch mein krassestes Hotelzimmer, weil ich hatte noch nie so viel Fenster. Wie krass ist das bitte? Warte, ich muss gleich noch mal weggehen. Wie heftig. Man weiß Okay, ich noch, und komme. wir sind eigentlich einfach eins der größten Gebäude. Wow, ja, das zeigen wir euch morgen mal. Krass. Okay, und Ja, jetzt ab wird's jetzt. heftiger. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Krass, krass. Überleg mal, wenn wir hier morgen liegen. Sonnenaufgang. Okay, das ist heftig, oder? Wow, das zeigen wir euch morgen nochmal. Bilder, wir dürfen hier keine Unordnung machen, weil wir müssen jetzt öfter noch Roomtouren Ja. aufnehmen. Wow. Kannst du es komplett öffnen Bin mir nicht hier? sicher, ob man hier so immer sieht. Krass. Boah, das ist ja ein Okay, Killerzimmer. Leute, heftig, oh Ey, mein Gott. morgen. Aber ich glaube, wir haben auch Glück, weil wir haben eben so ein Eckzimmer. Und ich glaube, die anderen haben kein Eckzimmer. Belinda, check. Ja, check. Chaka, Und was alles richtig. Warte nochmal. Alles. Coolste ist, morgen werden wir einfach Soma. Das Coolste ist, dass Dass ich Belinda dabei dabei ist. Das ist so bin. schön, Ja. wirklich. Oh, wir sind so dankbar. Aber gell, der Flug war kurz, oder? Ja, Also der aber ich war habe auch viel so gemacht vorbei. während dem Flug. Ja, Belinda hat Ich richtig. saß, glaube ich, höchstens die Hälfte, glaube ich, auf meinem Platz. Ja, Wenn die Bilder war die überhaupt. ganze Zeit unterwegs. Wir waren heute nicht ganz ausgebucht und da konnte sie sich hier mit allen und aus der Crew unterhalten, Ja. ausgiebig. Es ist mega schön. Ja, wir sind super gespannt, Leute. Wir haben 2:30 Uhr hier in Indien. Morgen um 10:30 Uhr werden wir abgeholt. Deswegen wir richten. So Also, schön, eigentlich das wollten. ist richtig. Nee, es ist nicht so schnell. Wir haben Das schon sind noch 6 Stunden. Zeit. Neun. Echt? Nee, es No. ist länger. 7 Stunden. Wenn wir bis um 8 Uhr schlafen und wenn wir jetzt schlafen, gehen bis um 8:30 Uhr, Sind 5 hätten Stunden. wir 6 Stunden Schlaf, dachte ich. Von 2 Uhr bis 8.
Ja, okay. 5, 6 Stunden, deswegen das geht. Wir hatten schon weniger Schlaf in Tiflis oder so. Ja. Wir haben gesagt, eigentlich, wir ziehen uns noch ganz schnell um und gucken, ob wir kurz hoch auf die Rooftop kommen. Aber wir haben 2.30 Uhr, deswegen ist die Frage, ob die noch offen hat. Aber vielleicht schaffen wir es ja doch irgendwie raus. Dann seht ihr es. Genau, sonst gehen wir morgen hin. Ja, morgen machen wir jetzt eine Starttour. Eben um 10.30 Uhr werden wir abgeholt. Und es ist einfach schön, dass Billy dabei ist. Ich freue mich erstmal in Indien. Ja, richtig cool. Wir haben jetzt noch nicht so viel gesehen aus dem Bus raus, oder? Ja. Aber schön, aber Hotelzimmer krass. Ja. Leute, das wird cool. Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit dem Video. Die nächsten 2 Tage. Tschüss. Und Leute, das Lustigste finde ich einfach immer, wenn hier so Schlappen stehen, die man direkt anziehen kann, neben Bett. Und Belinda, hast du auch das gesehen, das Detail? Da kann man sich auch direkt schon reinlegen. Die Bettdecke ist schon umgeklappt. Du weißt ja, wo man schläft, in dem Bett, nämlich in dem nicht. Also wir sind oben, aber leider ist the door. Sind wir eingesperrt. The door ist closed. Aber da ist noch Musik, gell? Da sind noch Leute, aber ja, die räumen jetzt auf. Ja, wir haben es leider verpasst. Aber wir gehen morgen hierher. Geil, das sieht cool aus. Also Bilder, gute Nacht, gehen wir schlafen. Das ist auch gut. Dann schlafen. Ja, das Hotel ist generell krass, also... Ja. Das war im Flugzeug, habe ich mir die ganzen Sachen angeguckt. Du hast heute schon gearbeitet für deine Bachelorarbeit? Ja, ich habe mir Gedanken gemacht. Sehr schön, ja, das siehst du doch, da hat doch, ja, 11. Da hat doch, oh, der Trip was gebracht mit uns, wo können wir noch hingehen? Wir können noch in eine andere Lounge gehen. Sollen wir oder nicht? Wohin fliegen wir jetzt? Oder wohin fahren wir? 18. Mal schauen, okay. Okay, Ben, dann wollen wir hier wirklich aussteigen. Komm hin. Wow, wie schön. Aber ich weiß jetzt auch nicht, warum es so dunkel hier ist. Cool. Okay, das wäre jetzt krass gewesen, wenn hier offen gewesen wäre. Was geht nicht auf, oder? Aber ich glaube, das finde ich fast krasser, die Etage drunter, weil hier ist offen und oben war zu, gell? Wow, wie schön. Da war das 360 Grad. Also ja, oben ist 360 Grad. Ja, wir kommen hier morgen nochmal. Hier steht noch ein Roller. Schön. Das ist auch schön. Schau aus. Ah, ich komme hier nicht rein. Please, floor is not available. Ich glaube, jetzt können wir nichts mehr auswählen. The floor is auch not available. Okay, warte. Und 11, da wo wir wohnen. Ah, this one is available. Ja gut, dann gehen wir schlafen jetzt. Gute Nacht. Gute Nacht. Schaut, wir haben voll das Glück. Weil eben, wir haben hier so ein Eckzimmer. Wie geil ist das? Wow! Belinda, Reaktion bitte! Das sieht so geil aus! Belinda verpackt es gar nicht. Wie gesagt, viel geiler, als sie sich vorgestellt hat. Also gestern Abend sah es echt räudig, also nicht räudig aus, aber da habe ich schon krassere so Aussichten gesehen. Aber jetzt, Alter, wie viel Grün! Also wir haben ein richtig geiles Hotel, eine richtig geile Etage. Richtig gut, also wir haben richtig Glück gehabt. Dass und wir auch so hoch sind. Wegen dem Smog siehst du nicht so weit, oder? Ja. Ey, es sieht richtig geil aus. Oh, Billy, du bist so süß. Vor allem, es sind einfach echt nicht so viele hohe Gebäude auch. Ja, das ist krass, gell? Irgendwie, also, wow. So viel Grün. Ja, das ist Indien. Ich wollte gerade überlegen, mit was man das vergleichen kann, aber... Die Häuser sehen auch so voll anders aus. Billy ist der süßeste Mensch. Wow, freut mich so, dass du dich so freust. Ey, ich bin gerade richtig geflasht, weil ich war gerade schon ein bisschen enttäuscht, weil gestern fand ich die Aussicht echt nicht so geil. Gestern Nacht. Aber jetzt. Von den Erwartungen, weil ich die ganze Zeit gesagt habe, Billy, das ist so geil, das ist so anders. Ja, jetzt schauen wir mal noch hier schnell durch. So, hier sieht man jetzt noch den Pool von unserem Hotel. Voll schön. Oh, ich will unbedingt raus. Das sieht so schön aus. Geil, gell? Ne, echt cool. Und das sind unsere Tuk-Tuks eigentlich. Also ich fahre eigentlich immer mit so Tuk-Tuks, mit solchen gelben. Ich weiß jetzt nicht, wenn wir heute den Fahrer haben, wie das wird. Ja, aber heftige Aussicht. Das ist eigentlich, hier müssen wir schon noch Bilder machen mit unserem Bett. Geil. Guten Morgen, meine Lieben.
Die Aussicht ist heftig, ihr habt es ja schon gesehen. Ey, es ist so krass. Also wir haben jetzt noch eine halbe Stunde und gehen schnell frühstücken. Was wollen wir irgendwie noch mitnehmen, das anschauen. Und ja, dann sind wir ready für den Tag. Beli? Ready. Ja, Beli sieht auch voll hübsch aus. Wir haben so schöne Kleider an. Voll cool. Ja, ich bin super gespannt. Jetzt kommt voll die Wärme hier rein. Ey, es ist so schön. Aber jetzt gehen wir frühstücken und dann machen wir hier den Stadtrundtrip. Eigentlich wäre auch richtig geil, aber das schaffen wir jetzt auch nicht. Weil am Pool ist ja nichts los, dass wir am Pool noch hätten Fotos machen. Aber leider haben wir zu wenig Zeit. Sehr geil. Wir müssen uns beeilen. Wir haben noch eine halbe Stunde. Auch hat es nur noch offen. Ich liebe es ja mit so einer Küche. Mal schauen, ob Billy was findet. Ja, aber darfst du alles nehmen? Ja, alles ist Buffet. Alles darf man sich nehmen. Alles, alles. Ganz gut. Ei, Eggs, immer gut. Nehmen Watermelon Juice, voll interessant. Lemon and Ginger, Gurke and Minze. Ja. Watermelon, aber das ist Saft, gell? Also kein, Wasser, kein Saft. Okay, das hier sind irgendwelche Früchte, die nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Nehmen wir zwei, die können wir auch noch auf dem Weg essen. Das, die sehen lustig aus. Lustige Trauben. Hello. Thank you. Okay, dann haben wir hier einmal viel geiler noch Säfte. Und jetzt gebt euch das Kokosnusssaft auch noch. Und das liebe ich ja immer so Richtung Asien. Ah, Dumplings, Chicken. Nehmen wir. Und hier gibt es einfach noch mehr. Also hier gibt es so 6 Stationen. Jetzt habe ich Beli hier noch bei den süßen Sachen gefunden. Ja, Beli, das kann ich mir schon vorstellen hier. Ja. Hau mal rein. Hey, was mit dem Donut? Ja, der ist auch ein bisschen gesagt. Ja, okay, nehmen wir. Ja, und hier Macarons, Beli. Hast du die schon? Okay, und in Indien gibt es sogar eine Schokoladenberliner. Ja, normal. Tisch für Belinda und Miss. Wir haben gedacht, sitzt hier noch jemand bei uns? Aber nein, das ist ja alles von uns. Toll. Okay, wir haben die Frucht identifiziert. Das war eine Litschi. Ja, voll reingebissen. Ja, bin ja so, isst man das mit Schale oder ohne? Ich so, ja, mit Schale. Eine Kiwi. Eine Kiwi, habe ich gesagt, eine Mini-Kiwi. So, es geht weiter. Unser Taxifahrer hat geschrieben, wir sollen ein bisschen relaxen. Aber dann kommen wir ja erst in einer Stunde. Kommt der später? Nee, der kommt nicht später, der ist schon auf dem Weg, aber er hat gemeint, relax. Ah, also wir sind jetzt fertig, voll gegessen und es geht jetzt auf die Rundfahrt. Ja. Unser Driver wartet unten. Ah, so schön, Berlin hat auch so ein Tuch. Wow, okay, Lobby. Also sind wir gespannt auf Bangalore City. Wow, es geht los. Ich kann ja... Schön. Gerade war wieder mal in der Aber ich habe gerade gelesen, Bangalore Palace. Ich glaube, wir sind gleich schon wieder da an einem Spot. Wir sitzen nicht mal seit einer Minute im Auto. Ja, vor allem, wir waren doch gerade voll in der Stadt, oder? Ja. Wo sind wir jetzt? Das müssen wir mal aus dem Fenster begutachten von unserem Hotel. Ich habe eine Sekunde nicht aufgepasst. Ja, wenn man eine Sekunde nicht aufpasst. Der Pilot, der wird. So ein Audio-Guide bekommen hier im Palace und hören jetzt immer, wenn hier so eine Station kommt, halt der kulturelle Hintergrund dafür. Ja, aber schön. Also wir sind im was Grand Palace. Bangalore Palace. Und wir haben jetzt erfahren, dass man hier drin nicht filmen darf. Also kommen jetzt nur ein paar Videoaufnahmen. Ja. King, no? Okay. Ah, cool. Yeah. Now is yeah. So, die Beli geht jetzt raus und wir schauen uns noch den Garten an. Hier dürfen wir filmen. Richtig schön. Wow. Wahnsinn. Wow, das ist so schön. Das ist der Palast. Hammer. Ich habe da richtig schöne Bilder auch schon gemacht. Wie gepflegt, das Efeu. Geil. Also sehr schön hergerichtet. Mir gefällt es richtig gut mit dem Efeu. Also drin ist alles ein bisschen altmodisch. Viele Bilder hängen hier rum, aber sonst ganz schön.
also First Stop Palace haben wir geschafft. Leute, es ist schon so heiß. Also wir haben jetzt 11.30 Uhr, aber es ist sehr schön. Richtig heiß. Und der eine Mann hat mit uns so Spaß gemacht. Der so, hey, it's cold today. Und wir so, no. Und der so, ha, for me it's cold. So, wir sind jetzt mit Sonnencreme eingecremt und next stop ist irgendein Tempel. Wir wissen nicht welcher, aber wir lassen uns überraschen. Und hier ist indischer Verkehr gerade. Ja. First time for Belinda. Ja, ich habe Kühe über die Straße. Ich glaube jetzt hier in der Stadt nicht, aber wenn du zum Beispiel zum Taj Mahal fährst oder so, ja, auch Affen. Wir gehen jetzt in den Tempel, aber es ist eigentlich schon wieder keine Kamera erlaubt. Voll blöd, aber ich schau mal, was ich filmen kann, was nicht. Boah, es ist so heiß hier zu laufen. Oh, hier ist heiß. Ja. Billy, ich frag dich mal, wo stehst du denn eigentlich? Warum läufst du nicht hier auf dem Stein? Leute, ich sag euch, es ist so heiß. Und der andere machte das auch. Also das singen wir immer. Krishna, hey Krishna, 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 hey. Hey, Krishna, Rama, Rama. Hey Krishna, hey Krishna, 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 hey. Krishna, 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 hey Rama, hey Rama. Hey Krishna, hey Krishna, 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 hey. Hey Rama, hey Rama. Krishna, 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 hey. Hey Rama, hey Rama, 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 hey. Krishna, 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 hey. Hey Rama, hey Rama, 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 hey. Hey Krishna, hey Krishna, 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 hey. Hey Rama, hey Rama, 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 hey. Hey Krishna, hey Krishna, 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 hey. Hey Rama, hey Rama, hey Rama, hey Rama, 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 hey. Hey Krishna, hey Krishna, 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 hey. Hey Rama, hey Rama, 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 hey. Hey Krishna, hey Krishna, 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 hey. Hare Rama, hey Krishna, 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 hey. Hare Rama. Okay, anfassen. So, jetzt sind wir fertig mit dem Hare Krishna. Jetzt rennen wir zum nächsten Ort. Ohne Witz, der Boden ist so heiß, als ob wir auf Feuersteinen rennen. So, ich nehme jetzt ein Andenken, glaube ich, mit. Ich kaufe mir so ein Glitzerbild. Das kostet 2 Euro, 1,90 Euro. Aber irgendwie voll schön. Das tue ich in meine Erinnerungskiste. Okay, also Billy trinkt jetzt was hier bei der Trinkstation. Also eigentlich soll man hier nichts trinken, aber ja, wir gönnen uns das mal. Soll man nichts trinken? Ja, man sollte halt schon nur sein eigenes Zeug trinken. Aber ist egal, wir sind ja hier an einem heiligen Platz. Also wir holen uns jetzt noch was zu essen. Ja, nimm zwei. Okay, wir haben uns auch schon ein Bild gekauft. Ja. Hare Krishna, 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 Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Rama, Hare Rama, Rama, Hare Rama. Hare Krishna. Also Billy und ich haben jetzt hier was zu essen. Voll cool. Ja, wir gehen jetzt raus und irgendwie ist nichts mehr los. Alle sind jetzt irgendwie Mittagspause. Jetzt müssen wir unseren Fahrer finden. Hier waren wir vorhin. Ah ja, hier ist er irgendwo. Du hast gefunden, Billy. Jetzt hoffen wir, dass unsere Schuhe noch da sind. Oh, wir sind zurück hi, im Auto. Genau. Ey, es ist so heiß. Ich glaube, man sieht das. Ja. Es war richtig schön jetzt im Tempel. Erzähl mal du, wie es war. Ja, es war richtig schön. Es hat alles so gefunkelt und viele Farben. Und die waren richtig lieb. Die wollten alle mit uns Fotos machen. Ja, jetzt beim Rauslaufen, und, gell? Ja, also bestimmt 20 verschiedene Personen. Ja, mehr. Okay, gibt 30. Wir waren richtige Superstars. Ja.
Und man muss aber barfüßig laufen und ey, meine Füße. Das ist so krass, also irgendwie ist das so heiß zum Laufen. Ja. Und ich finde es krass, dass da irgendwie nicht so ein Teppich oder so ausliegt. Weil also an manchen Stellen schon. Ja, aber auch den Innern war ja auch heiß. Also ja. Die haben sich auch voll die Füße fast verbrannt. Ja, war ja. Richtig cool. Aber alle haben sich voll gefreut und alle. Und dann wollten die alle mit uns Fotos machen. Und zwar wirklich, einer hat angefangen, haben alle ja. Mitgemacht. Und jeder hat seine Knie gestreckt. Ja, achso, nee, und die wollten alle wissen, wo wir herkommen. Also alle so haben sie Smalltalk. Where are you from? Ich so, ja, Germany. Hat sie named. Das waren so die Standardfragen. Ja. Dann immer so, ah, okay, cool. Und dann waren sie wieder ja. Weg. Und wir waren nur so, ja, Germany. Ja. Also war wirklich cool. Ja, heiß. Dann haben wir unser Auto erst nicht mehr gefunden, weil wir beim falschen Ausgang raus sind. Da ja. Mussten wir rennen. Also unsere Füße sind wirklich angebrannt von unten. Aber das ja. War cool. Jetzt sitzen wir, sind wir gespannt, wo wir noch hingehen. Also irgendwann gehen wir, ja, zum Glück, irgendwann gehen wir jetzt auf so ein Flower Market. Und ja, Belinda hat so ein cooles, ja, du hast so ein cooles, das ist so ein Rockteil. Ja. Ich habe sie irgendwie nicht gesehen mit meinem Schlitz, aber am Ende, wir haben jetzt das Geld eigentlich wieder zurückbekommen, ja. Deswegen hätte ich eigentlich auch so ein Rockteil. Und die haben gesagt, weil meins ist in Ordnung und Andreas ist eigentlich nicht in Ordnung. Haben sie beim Rausgehen jetzt gesagt, ja. Aber beim Reingehen haben sie es ja erlaubt. Ja. So. Naja, genau, jetzt geht's weiter, schauen ja. Wir mal. Aber Belinda gefällt es richtig gut. Die hat gemeint, ja. Ihr gefällt es besser, als ich gesagt habe. Ja. So. Ja, genau, zum nächsten Spot. Also wir fahren jetzt zum nächsten Stop, wir haben nachgefragt, nochmal ein Tempel, also zu einem Bull-Tempel. Wir haben schon gesagt, wir wissen gerade gar nicht, ob wir es packen, um mal die Tür rauszuziehen, aber wir werden es sehen oder schaffen. Ja. Meine Lieben, kurze Unterbrechung von dem Indien-Teil mit Belinda. Ja, es geht gleich im nächsten Teil weiter. Der Abend oder der Nachmittag ist noch richtig cool geworden. Ja, weil euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben da lasst. Und dann sehen wir uns gleich im nächsten Video. Tschüss!